Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei der Karibik-Welt in Kingdom Hearts 3 auf der PlayStation 5. Genau, und wir machen jetzt den Sack zu. Wir haben noch eine große, die Hauptinsel Port Royal vor uns. Und dort schiffernackeln wir selber hin. Genau, wir fahren selber dort hin, höchstpersönlich, mit unserer Leviathan, mit unserer voll aufgerüsteten, aufgemotzten. Und genau, da geht's hin. Ich habe gesagt, wir steuern es nicht. Ich sage es noch, jetzt rede ich nur davon. Ich muss mich umdrehen. Wo bin ich? Ich muss mich umdrehen. Wo bin ich denn überhaupt? Ich muss da so um die Insel um. Genau, da dran. Ah, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Hallo? Ja, ich stehe komplett. Sag mal, das traut sich schon was. Ich will da einfach so unter uns angreifen. Passt eh, ich stehe richtig. So, okay. Gut. Bis ich mich da einmal da fahren hörst, wo ich hin muss. So. Bin jetzt. Moment mal. Ich muss mal schauen. Immer noch nicht. So. Ich muss dann nicht so in die Richtung gehen wahrscheinlich. Dort ist Port Royal. Ja, jetzt sind wir richtig. Okay, jetzt. Volle Kraft voraus. Aber jetzt haben wir sicher nur mal Feinkontakt. Regas. Okay. So. Come on, fellas. Aber wir sind schon da? Wir sind schon da? Das war jetzt aber schon schnell. Das ist gut. Okay. Seehafen. Das war unser Altschiff. Ja. War das nicht Black Pearl, glaube ich, ne? Jetzt haben wir das unsere da. Das andere unsere. Okay, wir sind da. Da war der Start, ja? Bei den Docks. Gut, wir gehen es denn an. Wir klappern es denn an. Gut. Ich mache mal das Grätzl da. Das ist auch unser Haber da. Perhaps the folk here can be. Ja. Da. Also überall Ingredienzen gibt es da, gell? Und. Ja, da kriegt man gleich mal die Map. Da drinnen ist, glaube ich, auch nicht wirklich viel. Ein bisschen was zum Zaun. Ein paar Kisten. Und so, ja, das ist nicht weltberauschend. Ja. Aber, ja. Gut, da hinten ist Sackgossen. Aufs Dach rauf kaum. Also aufs Häusl in dem Fall. Da ist auch nichts. Braucht sich gar nicht viel erhoffen. So, da haben wir Ingredienzen wieder. So. Da geht's dann der Weg dahinter, da geht's dann weiter, schauen wir gleich. Also da rauf so. Allerdings vorher schauen wir noch da zurück. Ist aber auch nur Sackgasse, sage ich auch gleich. Kann man von oben auch alles angehen, aber also Buckelpisten, ja, zum Skifahren. Ja, blub. Genau, wir aber auch nicht. So, und da in die Hütten, da kann man rein, also Hütten, das ist ja nur so ein. Und da ist irgendwo, genau da, seht ihr, ein Mickey Mouse Symbol wieder, ja. Ein Glückssymbol, ja, vor mir, beziehungsweise hinter Guffe. Genau. So. Dann können wir eigentlich, theoretisch, ich kann da umschwimmen auch gleich. Gell, dann geht den Weg anders. Man kann da gleich anschneiden auch, aber mache ich nicht, ich gehe am normal. Ich hatsch ihn normal ab. So, da gibt es einen Weg rauf beim ersten Mal einen Haufen Graben auch. Weil da muss man dann die Graben sammeln. Wie gesagt, da braucht man es ja nur. Ich brauche es ja nicht mehr. So, ja, wie gesagt, die ganzen Gegner da, ich weiß nicht. So, ich meinen Vogel runterrutschen. So schaut es nämlich aus. So, wir sind eh schon im Dorf. Also Siedlung. Und da ist nämlich auch so, das schaut verwirrend aus, als was wirklich ist. Es ist jetzt nicht so kompliziert. Man kann hier über die Dächer auch, kann man sich ja gleich auferstellen. Und ja, es ist schon, man klar ist es auch nicht, aber es ist jetzt nicht extrem viel zum Finden. Ein paar Kisten vereinzelt, wo versteckt. Ich weiß jetzt gar nicht, ist da hier oben eigentlich auf die Dächer auch was? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf genau.
ob da irgendwo ein Mickey Mouse Symbol auch ist oder nicht. Da ist eine Kiste zum Beispiel mal. Da haben wir Kisten. Ja. Aber recht viel waren da eh waren dann nicht. Hätte ich, aber habe ich jetzt nicht da in Erinnerung. Habe ich nicht da in Erinnerung. Ja. Ach, wie gesagt. Das ist da sonst eigentlich jetzt ziemlich. Ja. Und unten, wie gesagt, in den Nischen da bei den Hitten, da kann es vereinzelt wo was versteckt sein. Ich gehe es kurz an mit euch. Einfach weil es kann. Ne? Da bin ich schon. Da will ich noch gar nicht sein. Oh ja, kann ich schon. Will ich schon sein. Oft ist auch hinter den Kisten, wo auch Kisten. Oft ist hinter den Kisten eine Kiste versteckt. So, da ist eh nichts. Da ist irgendwo eine gewesen, oder? War nicht da eine? War da nicht irgendwo eine Kiste versteckt? Und da in so einer Nischen hätte ich geglaubt, oder? Ja, also mal schon wieder träumt, glaube ich, irgendwo. Das hat man irgendwo dann auch schon wieder träumt. In seiner dunklen Gasse, ist da nicht in seiner dunklen Gasse, wo was versteckt irgendwo? Hm. Oder da nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die gehen meine Chancen nicht. So, na, da ist auch nichts mehr. Und da ist dann eher schon wieder. Ah, oh, da kann man. Ah, da hinten, glaube ich. War es nicht da? War nicht da nicht? War nicht da irgendwo? Hat sie. Da war da wo irgendwo war da eine Kiste, oder nicht? Ich hätte glaubt, ich hab mir es wirklich so. Ich hab sowas verglaubt. Hm. Na dann da nicht. Oh ja, da war's. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst, dass da eine war. Da die. Das ist ja Wahnsinn. Das ist unvorstellbar. Ich hab's ja gewusst. Ja, aber ich sag recht früh ist das nicht. Ne? Das war die Siedlung, meine Lieben. Was sonst hast, habe ich gesagt, ein paar Ingredienzen hat man, aber sonst ist nicht wirklich viel drauf. So, wir werden jetzt zur Erinnerung nochmal, da, von da oben sind wir gekommen. Ich zeige euch das nochmal. Ja, da, von da sind wir gekommen. Und wir gehen jetzt da gleich links außen und biegen da gleich wieder links oben an. They got lots of cargo to sort out. Und kommen jetzt zu den Docks. Sind das die Docks? Nein, der Seehafen. Genau. Seehafen. Seehaven. Und biegen da gleich mal oben an. Und da ist auch gleich unter der Brücke eine Kiste. Da ist eine versteckt. Ja. Und da hinten war irgendwo. War das da? War das? Nein, keine Ahnung. Da haben wir auch schon wieder dran. Nein, es war aber da. Da war doch auch. Da, ich habe es ja da. Mickey Mouse. Emblem. Da. Genau. Seht ihr es vor meiner Nase. Okidoki, dann sonst ist da. Ich habe gesagt, da ist Schiffe. Und da vorne, gerade vor mir, da über meinen Kopf, sind wir gestartet. Und sind da so hinten umgegangen und da ist es wieder oben. Ja. Also, können wir gleich den Abstecher machen und wir sind schon wieder dort. Es schaut alles größer aus, als was es dann wirklich ist. Ne? So, da war dann glaube ich eh nicht wirklich mehr was. Dann gehen wir da vorne auf die. Da zum Meer führen. Ja. Die hinten, da schauen wir. Ja, können wir gleich machen. Auch. Da kann man nämlich auf, ja. Da ist nämlich auch. Kann man von oben. Da sind ein paar Krabben am Anfang gelegen, da auf dem Dach, aber jetzt nicht mehr. Und da ist nämlich auch eine Kiste, da kann man, die kann man zerschmettern. Und dann von da oben auch wieder so ein Bam machen. Genau. Und da, genau da herunten, wo ich jetzt den Smasher gemacht habe, da steht so eine große Kiste und das geht auch noch von da oben. Einfach rüberspringen auch. Und gescheit, dass du am Rauchfang raufstellen und dann, was bin heute die Kisten? Ein Haufen Graben, ich sage euch das gleich. Ein Haufen Graben sind da drinnen. Weiter Graben sind da oben auf dem Dingbums da. Kann man so drüber sliden und nimmt man die ganzen Graben auch automatisch mit. Ja, von der Schaß da. Das ist eigentlich auch nur Aussichtspunkt. Seht, das sieht man jetzt nochmal schön. Da vorne am Anfang, über meinen Kopf.
Dann sind wir da so eine Runde gegangen, da hinten um. Dort oben war das die Siedlung und da sind wir jetzt runtergekommen. I bet we'll find some ingredients around here. Jo, sonst ist eigentlich da auch nicht wirklich viel. Gehen wir wieder zurück, gell? Und gehen jetzt, genau, da wieder rauf. Eigentlich habe ich da unten angekennt, ist wurscht. Ist eh wurscht. Da komm ich wieder das. Selber Weg da raus. Und da über dieser Brücke, also unter dieser Brücke, nicht über dieser Brücke, war nichts. Wollte euch nur sagen, dass da nichts war. Und da kann man nach hinten zum Waterfall. Und da war da was. War da hinten was? Ja. Genau. Hallo? Kamera? Zwei Kisten. Ja. Einmal, zweimal. Jo. Sonst Sackgasse. Dann schauen wir da weiter und da kommen wir dann zum Fort auf. Zum Fort. Zum Fort. 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 Jetzt Befestigungsanlage. Kann man auch sagen. Da am Weg 4 sind auch lauter Graben gelegen. Tolle Sache. So, wir sind ja schon da. Und dann, wir sind schneller als was ich geglaubt habe. Wir sind schneller als was ich geglaubt habe. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Tun. Jetzt sind wir ja unten bei im Gefängnisbereich. Ist das die Kugel da? Ja. Also auch schleicht dir mal gut, gehst du auf Zeit noch ein bisschen. Der stellt sich immer genau dort hin, wo. Hallo? Geh raus da. So. Hinter dieser Kugel da. Schaut, da ist ein Mickey Mouse Emblem. Fies, oder? Also wenn du das nicht weißt, gell? Eine Frechheit sondergleichen, ne? So. Die Kiste beinhaltet, weiß ich jetzt nicht. Map, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Dann kann es eigentlich nur ein Trikotronik-Spiel sein. Weil die großen Kisten, die sind entweder Map oder Trikotronik. Ja, sonst ist da herunten eh nichts, dann geht's da rauf. Genau, jetzt sind wir einfach nur eine Runde gegangen. Dann gehen wir da wieder rauf. Da ist der Speicherpunkt, genau. Und dann kommen wir da kommen wir jetzt zum nächsten Puddinghaften. Und Gustl, ja. Schauen wir uns dann alles gesondert an. Das ist, ja, die Wassermelone. Und, ja, da, das ist nur Zierde, glaube ich. Kann man da drauf schauen, ja. Ja, Glockerleiten bringt aber, glaube ich, nichts. Das ist nur Spaß, ne? Dann haben wir noch, genau, was war da noch? Da war nämlich, genau, ein Mickey Mouse Emblem schon wieder, seht's? Zusammengesetzt aus lauter Stricken, aus Tauen, ja? Seht's da, unter mir? Genau. Jo, und sonst? So, das war's. Das war's. Nur kurz überlegen, aber das war's. Ja. Na, also gut, ja. Ja, dann. Gleiten wir wieder um. Jetzt sehen wir es einmal. Schön da hinten war die Siedlung, der Seehafen. Und da hinten sind wir um und kommen wieder da zum Start. Also, schöner Überblick nochmal über das Port Royal, über den gesamten Bereich. Da war eine Befestigungsanlage. Da sind wir umgegangen. Genau. Kann eigentlich da gleich vorbei. Das? Nein, da komme ich so nicht. Ja, so geht's. Und wir sind schon bei der Siedlung. Hallo? Warte mal, fast so. So, und jetzt muss ich da noch ganz geschwind schauen, aber da war eh nichts mehr, wenn ich da oben gehe. Nice das assistance. War da eh nichts mehr, da komme ich da auch noch raus. Was war da noch? Nein, nicht auf dasselbe Weg wieder. Da bin ich auch wieder da. Okay, alles klar, dann geht's wieder zum Fort. Schauen wir mal, oder? Oder da nicht? Oh ja. Also los, ich arbeite da. Das sieht man nicht. Ich schau mal ganz kurz, was da noch war. Was da noch war? Also das war nur die Verbindung. Das war nur die Verbindung daher. Ja. Da kann ich da wieder oben hupfen, alles klar. Dann bin ich auch wieder da. Na gut, das war's ja. Haben wir wirklich alles dann erledigt. Okay, gut, ja, gleich wieder so. Okidoki.
dann Hammer, Port Royal und nicht nur Port Royal, sondern die komplette Karibikwelt erledigt. Würde ich sagen. Und mit der Orange verabschiede ich mich. Und sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Und jetzt fehlt uns noch eine reguläre Welt. Und das ist die Baymax-Welt. Ja. San Francisco. Ja. Das ist ein Name, der mir einfallen. Das ist ja extrem. Ne? Aber ist okay. Gut. Ist halt so. Okidoki. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Es hat mich gefreut. Beherz mich wieder. Und ja. Das war's. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.